und willkommen bei eBike.com. Heute fahre ich mit euch mal eine Tour zu einem Kanal, und zwar der Kanalverbindung zwischen dem Sedinsee und dem Gorinsee, wo ich schon mal mit euch war. Und wir fahren entlang des Müggelsees. Ja, Freunde, wie gesagt, heute geht es zum Kanal, die Verbindung zwischen Sedinsee und dem Gorinsee. Und das Ganze liegt näher des Müggelsees, daran müssen wir auch vorbei. Und dann würde ich euch mal sagen, viel Spaß auf der Tour. Wir sind jetzt schon am Müggelsee, und das ist hier der schöne Radweg, der entlang des Müggelsees führt. Und jetzt werde ich gleich am Bootsanleger meine erste Rast machen, und dann geht es weiter zum Kanal. Wir sind jetzt auf Kilometer 15. Ja, und ist klar, heute bei dem schönen sonnigen Wetter sind jede Menge Leute da und genießen das schöne Wetter hier am Müggelsee. Ja, wir haben es jetzt angenehme 26 Grad und sind jetzt auch gleich schon am Bootsanleger, wo ich dann meine Pause machen werde. Meine erste Pause. Oh ja, und dann noch ein paar Kilometer und dann sind wir auch schon am Kanal. Aber lasst euch überraschen. Hallo Freunde, jetzt mache ich erstmal hier ein Päuschen. Ich befinde mich jetzt hier direkt am Müggelsee. Und da gibt es hier Erfrischungsgetränke, kleine Snacks. Und ja, mache jetzt mal mein Päuschen und dann geht es gleich weiter, wenn ich die Biene hier in Ruhe lässt. Dann sage ich mal bis später. Ciao. So. Gut gestärkt geht es jetzt weiter Richtung Kanal. Und dazu fahre ich jetzt hier wieder am Müggeldamm entlang. Diese lange, endlos lange Gerade. Schaut selber. Hier fahre ich jetzt erstmal die nächsten 1,6 Kilometer immer geradeaus. Und würde dann sagen, bis später. Ja, wie ihr seht, herrliches Wetter, 26 Grad, die Sonne scheint, schöne Waldstrecke. Ja, und wie gesagt, habe ich vor, dann in Zukunft auch die Leih-E-Bikes mal für euch zu testen. Und da werden dann in Zukunft auch einige Videos zu kommen, zu den verschiedenen Anbietern dieser Leih-E-Bikes. Und da freue ich mich auch schon drauf, auf dieses Projekt. Ja, hallo Freunde, jetzt sind wir am Sedinsee an unserem ersten Punkt angekommen.
So, jetzt bin ich vom Sedinsee wieder zurück und jetzt fahren wir zum Kanal, Canale Grande. So, jetzt geht es hier diesen Waldweg entlang, immer geradeaus, bis zum Canale Grande. Und da bin ich selber mal gespannt, weil da war ich auch noch nie gewesen. Ja, und das ist der Canale Grande, den wir jetzt erreicht haben. Und da hinten ist der Sedinsee, wo wir gewesen sind. So, meine lieben Freunde, wir sind angekommen am Canale Grande. Jede Menge Bötchen, die hier vom Sedinsee da hinten zum Gorensee nach da fahren oder umgekehrt. Ja, gibt hier gut zu tun. Und ja, die Piste hier entlang des Kanals ist ein bisschen abenteuerlich, aber ich denke mal zu bewältigen. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf dem Schotterweg, der entlang des Kanals führt zum Gorensee. Da ist gut befahrbar, alles schick, alles schön. Und ja, ist echt toll hier. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch wieder bei euch bedanken. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht beim Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr noch meinen Kanal nicht abonniert habt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer mit E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.